Ich begrüße euch ganz herzlich aus Köln, aus dem Intercity Express. Huch, das Bild ist gerade weggeflogen. Wir sitzen hier in unserem ICE und wir gucken uns heute ein paar Änderungen an, die jetzt im TSV aufgetaucht sind, wenn man es so möchte. Ich stelle euch im Grunde genommen zwei Sachen vor, nämlich dass ja, dass nämlich einerseits ist es eine Mod, die erschienen ist, nämlich eine Mod, mit der wir jetzt endlich Gewitter haben im TSW. So, einmal hier die Scheibenlounge auch noch auf transparent, auf intransparent. So, also Gewitter ist das eine, wirklich so mit Blitzen und allem Möglichen. Hier mal den Stromabnehmer. Und Hauptschalter schließen. Stromsystem passt. Genau. Also einerseits ist es halt die Mod mit Gewitter und allem Möglichen. Gucken wir uns jetzt gleich hier an. Andererseits ist es das neueste Patch, das erschienen ist für den TSW 2. Unter anderem haben wir jetzt auch realistische Werbung. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon implementiert ist. Hier das hier zum Beispiel Reuters. Ist jetzt reale Werbung, die hier drin ist. Und ich glaube, das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Gasthäuser, glaube ich nicht, dass das real ist. Weiß ich nicht, aber also hier krass. Reuters auf jeden Fall ist neu. So. So. Genug davon. Nehmen wir erstmal die AFB hoch auf. Huch, der blitzt schon ordentlich. Donner haben wir übrigens auch. AFB runter auf die 40 und Leistung aufschalten. Wir müssen uns auch gleich den Scheibenwischer anmachen, denn es ist richtig am Gewittern. Aus irgendeinem Grund funktionieren allerdings die Bahnsteigsanzeigen nicht mehr, das Passagierinformationssystem. So, und auf ins Gewitter. Auf ins Gewitter, das wird eine gemütliche Fahrt. Ich glaube, das Spitzenlicht ist gar nicht an, ne? Nehmen wir das Fernlicht direkt. Eieiei. Ab hier dann die 70. Da kommt ein RE. So, dann gehen wir auch mal hoch auf die 70. Dann noch ein Tandem 2. Und ab hier dann 80. Da können wir auch, glaube ich, direkt schon die AFB einstellen auf die 80. Das Update hat es auch unter anderem dazu geführt, dass jetzt hier ein bisschen Rollmaterial abgestellt ist. Nämlich hier vorne, hier stand vorher eigentlich gar nichts. Und jetzt ist auch, selbst wenn man diese Erweiterung für Köln Aachen nicht hat, sind jetzt hier ein paar Loks abgestellt, 101er Intercity-Wagen. Irgendwo ist auch noch eine 363, so AFB einmal komplett nach oben durch. Und LZB Leistungshebel auch. Ich hoffe, man kann mich halbwegs gescheit hören bei dem Gewitter.
bei dem Regen hier. Also ab hier dann die 140. So. Ich habe mal das den Ingame-Sound ein wenig runtergestellt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier ja so eine Art Licht anders im Führerstand. Gucken, ob ich das irgendwie ausstellen kann. Und dann die Leistung ein wenig zurück. Führerstandsbeleuchtung, nee, aus. Scheibenwischergeschwindigkeit können wir uns ein bisschen hochstellen. Bei dem Gewitter. Vielleicht machen wir uns auch hier die Bewegungsunschärfe aus, weil ich finde, das sieht immer bei Regen ein bisschen komisch aus hier an den Seiten, die Animation. Normalerweise fahre ich ja gerne mit Bewegungsunschärfe, aber ich glaube, die machen wir uns heute mal aus. Wie ging das nochmal? Steuerung F2. Ja. Sieht jetzt ein bisschen besser aus. Von der Animation her vom Regen. Also der Link zur Mod, zur Gewittermod, ist in der Videobeschreibung. Lässt sich natürlich nur für die PC-Spielerinnen und Spieler installieren. Und das Update für Köln-Aachen selbst wird automatisch installiert. Da gab es jetzt ja auch erstmal Probleme, weshalb das Update direkt wieder offline genommen wurde ursprünglich. Das Problem war nämlich, dass, glaube ich, irgendwelche Repaints aus dem Creators Club dann verschwunden sind oder so. Aber das wurde jetzt auf die Schnelle noch am gleichen Abend behoben. Und dann ist doch noch das Patch rausgekommen, der Patch rausgekommen. Ob es im Führerstand weniger hell ist, wenn wir die Beleuchtung ausmachen? Ne, das hat jetzt, glaube ich, fast keinen Unterschied gemacht, ne? Ich verstehe auch gar nicht, warum unser Zug mehr oder weniger in der Dunkelheit so hell ist. Ja, das mit den Lichtverhältnissen muss DTG doch irgendwann mal in den Griff bekommen. Das ist manchmal noch ja, nicht ganz so ideal. Wir können ja mal hier noch ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung erhöhen. Hier die Beleuchtung für die Anzeigen. Ja, also eine Fahrt im Gewitter. Richtig, richtig nice. Also ordentlich Gewittersturm. Also die Sache ist die, das mit dem Gewitter. Es war in diesem Sinne schon immer im Spiel implementiert gewesen. Also man hat das immer schon im Kern von TSW gehabt. Nur es wurde niemals aktiviert, weil, und das ist das, was ich mal vor Ewigkeiten in einem Stream von DTG mal so gehört habe, weil wohl anscheinend die Animationen recht schlecht waren und man das da nicht so wirklich ins Gespräch nicht so wirklich in den Griff bekommen hat. Dementsprechend wurde das halt niemals implementiert. Aber es war halt schon immer da.
sehr schön. Hier einmal so durch die Nacht. Was dürfen wir? 250, sehr gut. Da sah man es ganz gut. Also man hat es ganz kurz gesehen. Also die Animationen sind wirklich nicht so gut. Das ist mehr so eine Art, ja, gerader Lichtstrahl, der so runtergeschossen wird. Mehr ist das nicht. Aber es ist halt eben keine Funktion, die von DTG jetzt offiziell implementiert worden ist, sondern es ist halt letztendlich das, was durch die Modding-Künste der Community entstanden ist, dieses Produkt. Dementsprechend kann ich das gar nicht kritisieren, sondern bin ganz im Gegenteil extremst froh, dass wir das jetzt haben, diese Funktion. Also schon ziemlich, ziemlich cool. Fahren wir. Noch 38 Kilometer, dann sind wir in Aachen. Gar nicht das Ziel hier eingestellt, ne? Gehen wir mal einmal ganz kurz ins OD. Ich denke mal, wir fahren nach Brüssel, ne? So. Was man jetzt natürlich bei diesen Witterungsverhältnissen eher schlechter sieht, ist, wo noch so alles Wagenmaterial abgestellt worden ist. Denn unter anderem wurden Wagen verwendet aus dem BR101 DLC, sofern man es halt eben besitzt. Und dann tauchten die auch auf. Haben wir ja gerade eben gesehen, die Intercity-Wagen. Die Baureihe 363, ich glaube nämlich das 363 DLC. Bin mir mal nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch die 363 aus Dresden-Riesa oder Dresden-Chemnitz. Irgendwelches Wagenmaterial aus der Main-Spessart-Bahn. Könnten Dostos sein, könnte eine 146 sein, könnten aber auch irgendwelche Güterwagen sein. Und ich glaube aus Rhein-Ruhr-Osten oder so. Oder Rosig Nord, einer von den beiden wird auch noch irgendwas verwendet. Vermutlich auch irgendwelche Güterwagen. Wobei in Rhein-Ruhr-Osten keine anderen Güterwagen drin sind als bei der Main-Spessart-Bahn. Glaube ich. Wobei die Containerwagen. Doch, die Containerwagen sind, glaube ich. Okay, Ankündigung auf 160. Die Containerwagen waren ja, glaube ich, mit Rhein-Ruhr-Osten neu. Hamburg-Süd und Hapag-Lloyd. Ne? So, ich hoffe, die LZB kriegt das alleine hin. Auch bei diesen Witterungsverhältnissen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir häufiger noch so eine schöne Gewitterfahrt machen werden.
Mir gefällt das sehr. Vielleicht nicht tief in der Nacht. Das müsste Düren gewesen sein, ne? Auf der Strecke war ich ja auch schon mal als Fahrgast. Oh. Das war das LZB-Ende. Glück gehabt. Einmal den Fahrschalter runter. Keine LZB-Zwangsbremsung. So. Können wir schon Leistung aufschalten? Nein, dafür muss die AFB einmal komplett runter, ne? Und jetzt können wir, glaube ich, Leistung aufschalten. Genau. Das war die 187. So, ab jetzt wieder aufpassen, jetzt ist wieder Eigenverantwortung angesagt. Wenn jetzt nur unser Führerstand dunkel wäre, ne, dann wäre das viel, viel cooler. Ah, da machen wir definitiv nochmal so eine Gewitterfahrt. Vielleicht auf. Oh, ich glaube, auf Dresden-Riesa ist das dann richtig, richtig cool. Wenn da ja noch die Beleuchtung so richtig schön ist. Oh ja, wir machen vielleicht sogar noch das nächste Video. Dresden-Riesa, Gewitterfahrt in der Dunkelheit. Oh ja. Aber ich habe mich jetzt hier bewusst für den IC entschieden, für Köln-Aachen, weil wir ja auch für Köln-Aachen ein entsprechendes kleines Strecken-Update ja bekommen haben. Bei dieser Mod für das Wetter gibt es vier verschiedene Presets, die man auswählen kann. Das, was wir jetzt haben, ist Heavy Thunderstorm, also ne, schweres Gewitter. Dann gibt es, glaube ich, Light Thunderstorm, also ein leichtes Gewitter. Dann gibt es, glaube ich, Misty oder Dust oder so, also sprich einfach sehr, sehr nebelig, nebulös. Und dann gibt es noch eine vierte Variante, die ich allerdings nicht mehr im Kopf habe. Und wir fahren jetzt wirklich im Heavy Thunderstorm. Krass. Wie das aussieht. Eieiei. Einmal wirklich durch das Gewitter durch. Hoffen wir, dass es keinen Oberleitungsschaden gibt.
Es gibt auch übrigens eine Mod mit überarbeiteten Regentropfen-Animationen. Da sehen die an sich recht gut aus. Allerdings finde ich, wenn man wirklich ganz, ganz schweren Regenfall einstellt, also so wie es jetzt der Fall wäre, dann sieht das nicht mehr gut aus. Dann ist es mehr oder weniger nur noch so eine Art Schleier, der so runterkommt, statt einzelnen Tropfen. Und das sieht dann nicht mehr gut aus. Vor allem, wenn man nachts fährt und dann auch noch die Scheinwerfer an hat, dann sieht man wirklich nur noch diese Regenschleier vor sich und sonst gar nichts mehr. Deshalb habe ich die Mod nicht aktiviert. Aber die gibt es auch. Und die ist auch ziemlich gut, aber eben bei wenig Regen. So, 120er Ankündigung. Dann einmal reinbremsen. So, 120 sind jetzt erreicht. Dann einmal mit der AFB runter. Ja, sicher, ich bin da. So, das sind die 120, ja. Und einmal Leistung wieder hoch. Interessant, der Sound, dass wir einfach keinerlei Soundveränderung hatten, obwohl wir gerade im Tunnel waren. Das ist eigentlich nicht, sagen wir mal, realistisch. Und die 110er Ankündigung können wir auch mit der AFB machen, ne? So, und wieder Leistung ein bisschen rein. Vorsignal ist grün, wir haben noch 11 Kilometer vor uns, also das geht jetzt auch recht flott die letzten paar Minuten. Dann sind wir auch schon in Aachen. Und ab hier gelten die 110. Das Zwergsignal hat uns Fahrt angezeigt. Hier links könnte vielleicht auch ordentlich Rollenmaterial abgestellt sein. Gucken wir mal kurz. Nee. Nee, schade. Also ich hätte erwartet, dass hier tatsächlich was ein Güterwagen oder so rumsteht. War jetzt nicht der Fall. Okay, das war jetzt ja nur meine Erwartung. Vielleicht stehen da auch in Realität keine Güterwagengruppen, sondern irgendwelche Personenzüge, die wir noch gar nicht im Spiel haben. Oder irgendwelche Güterwagen, die gar nicht hingehören, oder wer weiß. Hier links, glaube ich, aber na, gucken wir nochmal. Nee, das sind. Ja, okay, also hier sind schon Gleisanschlüsse. 50 darf man nach vorne fahren. Okay, wir sind noch gut. Fliegen wir mal hier weiter rüber. Ach, hier geht's drunter her. Interessant. So, was war das? Nichts zu bestätigen. Gut. Jetzt habe ich die Beleuchtung für die Fahrgäste ausgelassen, ne? So, Fahrgäste. Ja, ist wieder an. Wir können auch mal hier machen, weil die Lounge-Scheiben aus, dann können die was sehen.
Ach, wir dürfen 140 fahren. Mal gucken, ob sich hier das Sound ändert. Ja, es geht doch. Jawoll. Vielleicht war dieser eine Tunnel zu kurz. Ah, geht doch. Scheibenwischer hätte ich natürlich ausmachen können. Ach, diese Ruhe. Herrlich. Und auf ins Gewitter. So, noch 5 Kilometer haben wir vor uns. Dann sind wir auch schon da. Im, ja, doch recht hübschen Aachen. Ich finde, Aachen ist eigentlich eine ganz schöne Stadt. Ich war da einmal. Also einmal so richtig. Und fand es eigentlich dort recht hübsch für den Tag. War okay. Muss man nicht noch machen, aber kann man machen. Schaut an. Hier links definitiv neues Rollmaterial, das hier abgestellt ist. Das ist aus der Main-Spessart-Bahn. Gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, wenn wir zum Halten gekommen sind. Aber sehr, sehr schön. Sehr schön. Also da muss ich sagen, da hat die TG wirklich dazu gelernt. So, 500 Hertz Magnet ist an. Eieieiei. Und dann würde ich sagen, halten wir mal. Ja. Jetzt so an. Okay. Wir stehen. Signal ist rot. Kann eigentlich mal wieder die Bewegungsunschärfe anmachen. Nee, das nicht. So. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder an. Das Signal ist immer noch rot. Gucken wir uns gleich in Ruhe an. Aber erstmal gucken wir uns hier an, was hier abgestellt ist. Also wir haben hier einfach ganz, ganz viele Dostos. Was haben wir denn für Sets? 1, 2, 3, 4, 5 Wagenzüge. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Wagenzüge. Also keine unrealistisch hohen Nummern, oder? Was mit dem? 1, 2, 3, 4, auch 5. Na gut. Ich dachte, es gibt vielleicht neue Formationen in diesem Sinne. Also irgendwelche. Also, dass jetzt so 10 Wagen aneinander gereiht sind. Aber dem ist nicht so. Und hier in 143, der Erfurter Bahnservice. Das ist natürlich ein Repaint. Ist der Lüfter an? Irgendwas ist es an, ne? Aber die 143 nicht, die ist abgebügelt. Hier vorne noch ein Teil in 2. Gucken wir uns mal die 146er an. Oder was haben wir denn sonst noch so als Loks hier? Genau, 146 abgebügelt. Gut, dass sie darauf geachtet haben, dass die abgebügelt sind. 146, 319-1. 276-3, 305-0. Irgendwas ist hier. Gibt Geräusche von sich, aber ich weiß nicht was. Schaut an.
Ja, Reichsbahn 143, also zumindest in dieser Reichsbahnlackierung noch. Auch noch 146. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fragen wir mal beim Fahrdienstleiter, was los ist. Geht das hier bei dem Führerstand? Nee, ne, hier ist das noch nicht implementiert. Auf Signalwechsel warten. Okay. Gucken wir mal ins HUD rein. Also da stehen wir. Oh, hier steht vor uns ein Zug. Der blockiert dieses Signal. Okay, das geht in die Richtung. Das ist ein Güterzug, ne? Worauf wartet der? Sein Signal ist rot. Das ist rot. Das ist rot. Das ist grün. Vermutlich muss irgendeiner, hat sich hier irgendetwas verhakt, ne? Hier hinten ist auch ein bisschen was abgestellt. Schaut an. Da, der fährt jetzt los. Dann, ich dachte ganz kurz, vielleicht ist das kaputt, das Szenario. Wobei, ist es vermutlich, weil wir eigentlich jetzt hätten ankommen müssen vor 30 Sekunden. Von daher ist vielleicht ein bisschen was kaputt gegangen. Hier haben wir rote Erde. Ne? Hier steht der die 147. 187. Fliegen wir mal nach Aachen Hauptbahnhof hoch. Und schauen mal, was da so los ist. Also der könnte ja theoretisch fahren. Warum fährt er denn nicht? Na egal. Warten wir mal noch, was passiert. Also das Signal ist auch grün. Da scheint auch nichts mehr blockiert zu sein, ne? Was haben wir hier im Bahnhof stehen? Interessant. Was haben wir hier hinten rumstehen? Ach, schaut dann, hier haben die jetzt auch ein Dosto hingeparkt. Ein Talent 2 steht hier. Ich glaube, hier hinten geht es noch ein bisschen weiter, ne? Ah, nicht mehr wirklich so. Beamen wir uns mal zurück. Ach, schaut an. Es geht weiter. Es geht weiter. Und 120, das glaube ich nicht. Ah, das Signal ist umgesprungen. Sehr gut. Freie Fahrt mit 100. Sehr gut. Dann warum, glaube ich, tatsächlich irgendwas in diesem Sinne kaputt? Aber es hat sich jetzt doch gelöst. Kesselwagen, aber etwas wenig Sound. So, die Ankündigung auf 40.
haben wir jetzt erreicht. Huch. Ah. Was steht denn da? Nach Brüssel fahren wir. So 40 und Ankündigung auf 40. Interessant. Dann noch mal die 40. Wird bestätigt. Dann einmal rüber. Und halt zu erwarten. So, Leistungshebel zurück. So, Scheibenwischer. Na. Ich glaube, wir haben mehr als 2 Minuten Verspätung. Aber okay. Okay, warum auch nicht. So, einmal noch die Türen auf. Sehr gut. Gut, und aus dem verregneten, vergewitterten Aachen verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.